Ja, hu, hier wieder beim Quali und bei Dragon Age Inquisition. Wir sind wie immer hier an der Himmelsfeste. Und gehen das allererste Mal. Das heißt, wir gehen nicht zum allerersten Mal, aber wir gehen wie immer am Anfang schön gucken, was es am Kartentisch Neues gibt. Ich habe jetzt auch wieder eine Weile nicht gespielt mit unserem guten Kunari. Deswegen fragen wir hier erstmal Josephine, was zur Sache ist. Ja. Aber da scheint es nichts Neues zu geben. Von daher ab zum Kartentisch. Das war alles irgendwie ein bisschen hier marode, ne? Ich frage mich, ob das irgendwann während dem Spiel nochmal geflickt wird. So, einmal nach Ferelden gucken. Hier haben wir einen Auftrag zu Ende gebracht. Ne. Fortsetzung der Arbeit Ihrer Vorgängerin. Ein formell eingereichter Bericht. Aktuelle Fortschritte und Ergebnisse. Bestimmte Pflanzenfresser scheinen besonders empfindlich auf Störungen zu reagieren, die durch Risse verursacht werden. Betroffen ist vor allem das Migrations- und Paarungsverhalten. Auswirkungen auf das Verhalten von Räubern offensichtlich erfordern jedoch weitere Studien. Hinweise. Durch das Studium von Veränderungen im tierischen Verhalten habe ich etwas entdeckt, das für die Soldaten der Inquisition nützlich sein könnte. Das menschliche Verhalten ist auf ähnliche Weise unvorhersehbar. Ich werde diese Erkenntnis weiter erforschen, sofern mir nichts Gegenteiliges mitgeteilt wird. Gezeichnet Helisma Darrington, Inquisitionsforscherin. Okay. Da haben wir eine Rune bekommen. Nice. So, Gibt es und? Neuigkeiten über Risse außerhalb der Reichweite der Inquisition? Ja, und es sind alles andere als gute Neuigkeiten. Okay. Dann haben wir hier die seltsamen Kreidezeichen untersuchen. Bericht eines Spions. Posten am kaiserlichen Hochweg errichtet, um die Handelsrouten zu überwachen und den Nachschub der Inquisition zu sichern. Vierte Nacht. Eine Flüchtlingskarawane hat in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen. Nach Mitternacht unterhielt sich eine junge Frau auf Krücken kurz mit einer Patrouille. Als diese ihre Runde fortsetzte, malte die Frau das Zeichen auf einen Zeltpfosten. Die Frau hat eine halbe Stunde lang behauptet, nichts zu wissen. Als sie erkannte, dass ihr niemand glaubt, küsste sie ein Adraste-Medaillon und verkündete: Ruhm jenen von jenseits des Meeres. Dann starb sie. Das Medaillon war vergiftet. Okay. Krieg zwischen Nevarra und Tevinter verhindern. Inquisitor, angesichts der Bemühungen hunderter Unterhändler und Verbündeter sowie einiger persönlicher Verbindungen haben Nevarra und Tevinter widerwillig zugestimmt, ihre Armeen abzuziehen und die umkämpfte Region in der Mitte zu teilen. Wir haben heute einen Krieg verhindert. Mehr sage ich nicht, denn einen größeren Lohn gibt es nicht. Stolze Grüße, Botschafterin Motti. Ja. Wir haben einen Krieg verhindert, Leute. Yay. So, haben wir hier noch irgendwie was Tolles? Die Ressourcen, ne? Soldaten in das Frostgipfelgebirge entsenden. Hier, mach das mal. Inquisitor. Ketzerische Schwester aufspüren. Oh, das dauert aber lange. Hier, Dann Liliana. wollen wir doch mal sehen. Enttarnung des Doppelagenten. Ah, in wessen Dienst auch immer. Josephine. Inquisitor. Okay. Dann gehen wir wieder raus. So, auf die Questkarte. Und dann gehen wir zurück nach Kamwald, weil hier müssen wir noch. Hier ist noch eine Tür. Eine verschlossene Tür. Hä? Lass mal gucken. Ach nee, die haben wir schon geöffnet gehabt, ne? Hier wird nur angezeigt noch. So. Ah,
Nee, hier unten wollten wir eigentlich hin, ne? Hier müssen wir hin, weil hier geht's denn nämlich dann raus. Das heißt, wir müssen doch hier hinreisen. Einmal verklickt. So, Tränke ausrüsten. Na? Da sind wir voll. Eiserne Bulle. Zap. Varric ist gerade nicht da. Soul ist voll. Und Sarah ist auch voll. Perfekt. Gut. Dann suchen wir jetzt hier Betritt das Gebäude am Damm. Geht's anscheinend ja hier rum. Oder auch nicht. Direkt mal falsch gelaufen. Ein Sauwetter. Eisen. Nehmen wir natürlich mit. Geht's runter. Okay. Was gibt's hier unten? Ist hier was Tolles? Anscheinend nicht. Vielleicht gehen wir doch wieder weiter hoch. Wir müssen jetzt zu diesem komischen Gebäude hin. Auf dem Damm muss der Ort sein, an dem wir die Schleusentore öffnen. Ja, ist ja gut. Ich weiß es doch. Da ist der Säckel. Statuette. So, und die Taverne betreten. Der baut denn hier eine Taverne hin? Meine Güte. Oha. Was denn? Oh, wundervoll. Der Inquisitor? Wir wussten nicht, dass ihr hier seid, Sir. Bitte erzählt niemandem etwas davon. Aha. Wie seid ihr an den Wachen vorbeigekommen? Da waren keine, als wir hier ankamen. Wir haben nur gehört, ihr hättet die Banditen getötet, euer Gnaden. Wir wussten nicht, dass ihr euch hier niederlassen würdet. Das schwöre ich. Ihr werdet doch niemandem erzählen, dass wir hier waren, oder? Warum sollte es die Leute kümmern, was ihr macht? Lonnys Eltern sind der Meinung, ich wäre nicht gut für sie. Wir müssen noch eine Stunde warten, bevor wir zurück können. Dein Vater ist bestimmt noch wach. Ich wusste, das hier ist ein Fehler. Wir könnten es doch mit den Höhlen versuchen. Du hast Spinnen. Na toll. Nächstes Mal suchst du uns einen Ort, wo wir hin können. Tja, dies ist gar nicht so einfach, ne? Wenn hier die Eltern von Leuten so einsagen und dann muss man sich in gruseligen Dammtavernen und Spinnenhöhlen treffen. Ach ja. So, hier gibt's was zum Schieben. Alles muss man selber machen. Guck mal, ich habe hier drei Leute mit dabei. Statt dass sie helfen, stehen sie da nur so blöd nebenbei rum. Der Bürgermeister sagte doch, die dunkle Brut habe diese Steuerung vor 10 Jahren zerstört. Wer hat sie repariert? Ganz genau. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Und das sind nicht nur die Fische und die Fische. Hat Sarah etwas gegen Fische? Das wäre äußerst komisch. Ich mag auch keine Fische. So glitschig. So, hier gibt es was zu lesen. Die erste Verderbnis. Thelas ist ein Land gewaltiger Gegensätze. Von den Assassinenprinzen von Antiva bis zu den verschwundenen Griffins von Underfels. Aber ich bin auf meinen Reisen auf eine Geschichte gestoßen, die alle Völker dieses Landes gemeinsam haben. Eine Geschichte über Stolz und Verdammnis und trotz kleinerer Unterschiede ist der Kern doch stets derselbe.
Auf dem Höhepunkt seiner Macht erstreckte sich das Reich von Tevinter über fast ganz Thedas und vereinte die bekannte Welt unter der Herrschaft der tyrannischen Magister. Es heißt, die alten Götter, die die Magister anbeteten, hätten ihnen das Wissen über die Blutmagie übergeben und die Magister hätten mit dieser verbotenen Macht ihre Herrschaftsansprüche gefestigt. Das Blut von Elfen, Sklaven und Menschen wurde auf den Altären des Reiches vergossen, um die Gier der Magister zu stillen, deren Ausschweifungen so schrecklich waren, dass wir für das heutige Verbot der Blutmagie nur dankbar sein können. Aber alles, was steht, fällt irgendwann. Vielleicht ahnten sie ihren Untergang voraus, oder ihr Hochmut kannte einfach keine Grenzen. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, die Magister öffneten ein magisches Tor in die goldene Stadt in der Mitte des Nichts. Sie wollten den Thron des Erbauers einnehmen, der unbeaufsichtigt in der goldenen Stadt stand, seit der Erbauer seine Schöpfung den Rücken gekehrt hatte. Sie wollten mit ihrer Macht den Himmel selbst erstürmen und wie Götter werden. Die Kirche bezeichnet das in ihrem schon oft demonstrierten Hang zur Untertreibung als die zweite Sünde. Laut den meisten Versionen der Geschichte erreichten die Magister tatsächlich die goldene Stadt und betraten das Heim des Erbauers, was noch kein sterbliches Wesen vor ihnen gewagt oder vermocht hatte. Aber es ist Menschen nicht bestimmt, im Himmel zu wandeln. Die Magister waren voller Hochmut und anderer Sünden, und ihre Anwesenheit verdarb die goldene Stadt. Aus einer makellosen, heiligen Zitadelle wurde ein böser Ort voller Finsternis und Albträume. Die Magister wurden durch ihr Tor zurückgeworfen und für die Verbrechen verflucht. So wie die goldene Stadt verwandelten sie auch die Magister in Wesen der Finsternis, in die erste der dunklen Brut. Und aus der goldenen Stadt, vormals ein strahlendes Licht im Herzen des Nichts, wurde die schwarze Stadt ein Mahnmal für den Preis, den der Menschen für seinen Hochmut bezahlen musste. Aus der Geschichte über die Zerstörung von Thedas von Oda Givitini, Schola der Kirche. Ja, den kennen wir noch. Speisekarte des Rostigen Horns. Willkommen im Rostigen Horn. Bier, 3 Kupferlinge, kaltes Bier, Wein, Schnaps aus Antiva. Brotkäse, Rüben, Hammel, Kuchen, ach, Fisch, ein Topf, ein Teller, Wiffernflügel vom Huhn und Wiffernsteak. Echt? Okay. Gruselig, gruselig, gruselig. Hier gibt's noch was zu plündern. Und dann müssen wir hier mal weg. Lululul. So. Wir betreten Kammwald. So, jetzt haben wir das Ding hier trocken gelegt. Und da hinten ist irgendwo ein Riss. Eine beeindruckende Kreatur. In dieser ungetrübten Macht liegt eine solche Reinheit. Drache! Naja, wir kümmern uns später um den Drachen. Wir haben hier erst noch Zeug zu erledigen. Da hinten ist nämlich ein Riss und den werden wir schließen. Na? Hallo, Leute. Irgendwie ist der Ton heute ein bisschen verzögert. Merkwürdig, merkwürdig. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Tust du das, ja? Zweite Welle. So, da drüben ist nochmal ein stärkerer Dämon. Nicht ganz geschafft, mich da rein zu teleportieren. Und hier. Ah, das ist einfach nur stark, was hier gemacht. So.
haben wir's, wir haben wir's, haben wir's. Und tschüss, Riss. Plündertime. Und hier ist auch das, was der Solus sagte. Die Schutzzauber sind in Kraft. Jetzt dürften sich hier nicht mehr so leicht Risse bilden. Hm. Silberohrringe. Ah, da hinten ist noch ein. Oh. Wie wär's, wenn wir uns mal umschauen? Ja, ja, ja. Bin ja schon unterwegs. Aber erst müssen wir hier dieses Vieh kaputt machen. Hier ist bestimmt irgendwas drin. Da. Oder hier. Nehmen. Grauschnaps. Hm. Grauschnaps. Mittelschwere Freischärler-Rüstung. Das ist irgendwie eins, ja, habe ich ja schon öfter gesagt, irgendwie findet man meistens ja nicht so coole Sachen. So einfach hier auf der Straße. Eigentlich lohnt sich das Plündern ja schon fast nicht. Naja. So. Hm, alles. Was haben wir hier? Spinnekraut. Bisschen Straße oder sowas. Na, hier haben sie noch hier die Docks. Ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Spindelkraut gibt's hier. Okay. Jetzt liegen die ganzen Schiffchen natürlich auch mit Trocknen. Da hätten wir ja vielleicht vorher mal dran denken können, ne? Die Weiten. Ja, die Weiten. So. Hier durch die ganzen alten Schlingpflanzen durch. Hier ist ein Häuschen. Haben wir da schon drin? Beanspruchen wir hier erstmal. Die Fischerhütte. Na, die Fischerhütte beherbergt abgestochene Leute. Und war die hier vorher unter Wasser? Also wenn, dann haben die hier, ich glaube nicht. Ich glaube, die war von der Höhe her über Wasser. Was haben wir hier? Hier ist noch so ein Astarium. Interesting. Schau mal. Okay. Es kann jetzt was dauern, wenn ich mir das jetzt hier so überlegt habe.
Sollen wir hier starten? So. Zack. Yeah. Läuft. Sternbild Tenebrium. Das Sternbild Tenebrium wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Schatten bezeichnet, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass es historisch betrachtet Lusakan, dem alten Gott der Dunkelheit und Nacht, zugeordnet wird. Seltsam ist jedoch, dass die Darstellung dieses Sternbilds selbst in tevintrischen Texten schon immer eine Eule und kein Drache war. Das macht auch die weit verbreitete Annahme glaubwürdig, der Name Tenebrium sei eingeführt worden, um einen älteren elfischen Bezug zu ersetzen. Womöglich zu dem Elfengott Falondin, der in den Legenden bisweilen durch eine riesige Eule verkörpert wird. Es gibt natürlich auch noch eine andere Erklärung. Eulen sind nachtaktive Jäger und galten in alten Kulturen auch als böse Omen des Verlustes. Ja, taten sie das? Ist ja interessant. Sehr interessant. Interessant. Embryum. Aber wir müssten langsam hier Embryum... Rucksäcke von Embryum mit uns rumschleppen. Und so viel wie wir hier. Jetzt ein Hügel. Ah ja, und hier ist jetzt Altkammwald oder was? Ist ja irgendwie ein Weg runter. Erstmal hier Obsidian. Der wächst hier ja wie auf Bäume. So. Und Spindelkraut. So, das Zeug hier hat jetzt unter Wasser gelegen, ja? Aha. Einmal direkt ein bisschen hier Dämonen schlachten. Ja, unsere Attacken wären Raubgrundlage. So fortsinnliches Zeug hier. Das hier an Barrieren und so aufbauen, ist echt gut. Mhm. So. Haben wir hier noch was? Das ist also Altkammwald. Nee. Ich kann die Schwäche im Schleier sogar über der Erde spüren. Die Geister werden von diesem Ort angezogen wie Motten vom Licht. Hallo? Diese Geister müssen durch den Riss gekommen sein. Sie treiben voller Neugier dahin. Ein Glück, dass sie der Riss nicht in Dämonen verwandelt hat. Mhm. Gewiss erkennt selbst ihr, eiserner Bulle, dass Freiheit dem blinden Gehorsam gegen das Kuhn vorzuziehen ist. Wieso? Soweit ich weiß, haben unsere Magier Parvollen nicht niedergebrannt. Ihr denkt, Orlais und Ferelden wären mit einer Kunari-Regierung besser dran? Das habe ich nicht gesagt. Ich denke, die meisten Völker haben irgendein System, das für sie funktioniert. Und wenn es zerbricht, pflegt man es wieder zusammen. So wie wir im Augenblick. Weicht mir nicht aus. Wären wir unter dem Kuhn besser dran oder nicht? So einfach ist es nicht, Solus. Natürlich ist es das. Ihr da! Hallo! Ich empfehle euch, mir zu sagen, warum nicht ihr meinen Anweisungen Folge leistet. Oh. Oh. Oh nein, was für ein Scheiß ist das jetzt wieder? Ein verirrter Geist. Das dürfte... Ruhe! Lass den anderen sprechen. Geister sind euer Fachgebiet, Solus. So sagt mir, warum sich hier nichts verändert. Diese Welt folgt anderen Regeln als das Nichts. Der Wille allein kann das, was ihr seht, nicht überwinden. Und wo liegt denn der Sinn darin? Eine körperliche Form ist eine Fessel, aber sie verleiht auch Macht. Sie kann mehr bewirken, als ihr euch vorstellen könnt.
Seid ihr ein Geist oder ein Dämon? Ein Dämon? Einer dieser dummen Köpfe, die diese Welt aussaugen wollen? Nein, ich bin zu höherem berufen. Alle mächtigen Geister verkörpern irgendetwas. Mitgefühl, Gerechtigkeit, Weisheit. Das alles sind schwache Tugenden. Ich bin mehr. Ich bin die Herrschaft. Oder die Prahlerei. Was ist mit euch? Ich habe euer Kommen gespürt. Haben wir vielleicht etwas gemeinsam? Alles, was ihr gespürt habt, war der Anker auf meiner Hand. Seid ihr geringer, als ich dachte. Doch das muss euch nicht beschämen. Es muss auch jene geben, die den Herrschenden folgen. Was an der wirklichen Welt verärgert euch so? Sie ignoriert mich. Ich befehle den Felsen, sich zu teilen, aber sie tun es nicht. Ich gebiete dem Himmel näher zu kommen, aber er rührt sich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr Sterblichen das ertragen könnt. Warum seid ihr nicht wieder ins Nichts zurückgekehrt? Ich lasse mich nicht zurückweisen. Ich weigere mich zu gehen, bevor nicht irgendetwas meinen Befehlen gehorcht. Dann fühle ich mich dazu verpflichtet, euch zu helfen. Ich stelle mich in eure Dienste. Ausgezeichnet. Ich habe auch nur einen einzigen Befehl für euch. Eine Kreatur des Zorns besaß die Unverfrorenheit, mich über den See zu jagen. Vernichtet sie in meinem Namen und ihr werdet belohnt werden. Wie wollt ihr uns belohnen? Indem ihr einen unserer Köpfe übernehmt? Der eure ist für mich von keinerlei Interesse. Na, umso besser. Ich spüre irgendwo in der Nähe Elfenmagie. Hier ist auch irgendwo noch so ein Zeug. Grauschnaps, schon wieder. Elfenmagie. Ah, da oben. Okay. Schemen, die hier rumwabern. Die Schutzzauber sind in Kraft. Jetzt dürften sich hier nicht mehr so leicht Risse bilden. Na, das ist doch mal erfreulich. So, jetzt müssen wir nur noch hier diesen die überfluteten Höhlen und so ein Zeug finden. Haus des Bürgermeisters. Papierfetzen. Die Tinte auf diesem feuchten Blatt Papier ist verblasst, aber lesbar. Euer Befehl wurde ausgeführt. Macht, was ihr wollt. Ich versuche in den Hügeln, das alles zu vergessen, Robert. Ein Brief des Bürgermeisters von Kamwald. Er ist feucht, aber noch lesbar. Sonst irgendwas hier? Nö. Okay. Was haben wir hier? Ach, Embryum, damit können wir uns zuscheißen hier. Embryum. Hier scheint aber. Ja. Hier ist die Höhle. Dann mal los. Suchen wir nach diesem Riss im Nichts. Warum ist hier ein Weg? Haben hier mal Leute gelebt? Das wüsste ich auch gern. Vor allem sind hier überall Schemen.
Da oben ging es noch lang, ne? Paragon-Schimmer. Was man nicht alles findet hier. Okay. Ist der besser als den, den wir jetzt haben? Okay, haben wir das jetzt hier fertig? Dann können wir weiter runter. Sehr stabil hier alles. Na, ihr Untoten. Solus macht hier mit dem Feuer ganz schön und ganz schön Schaden. Das ist ordentlich. So. Okay. Erstmal schön alles absuchen hier. Hier geht's tief runter. Will ich wahrscheinlich nicht runterfallen. So. So müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen hier. So, hier war eine Höhle, da waren wir noch nicht, glaube ich. Jägerpanzerung. Leichen. Hat hier unten etwa jemand gelebt, als Altkammwald überflutet wurde? Eine miese Art anzutreten. Anscheinend. Da hinten haben wir was übersehen. Ah, es ist nur Paragon-Schimmer, okay. Okay. Hier geht's weiter runter. Oha. Hier unten gibt es Zwergenruinen. Die Zwerge haben solide gebaut. Ihre Runen singen noch immer. So, mit Blick auf die Uhr, ich wollte jetzt nicht immer 1000 Stunden Folgen raushauen, machen wir hier mal einen Cut und wir werden dann zusammen herauskriegen, was es mit diesen merkwürdigen Zwergenruinen hier auf sich hat im nächsten Teil. Und bis dahin, have fun, euer Koali. Ja.
Yeah.